Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Kommt er zurück? So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Und bei dieser Legung beantworte ich die Frage, ob er zurückkommt. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen. Ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft. Ich schaue das auch astrologisch an und ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder lieber nach indischen Astrologie. Dann kommt noch die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, kommt er zurück, 520 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Liaria ist die mediale Name. Liebe Liaria, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Deine Frage ist, kommt er zurück? Und genau das schauen wir erstmal an. Jetzt kommt deine persönliche mediale Botschaft. Die Lösung liegt in deinem Inneren. Sei überzeugt davon, dass er zurückkommt. Und er kommt. Das war die mediale Botschaft. Du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die berücksichtigen, dass unser Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Und diese Berechnung übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Nach dieser Berechnung hast du Aszendent Stier. Natürlich vermittelt eine gewisse Gemütlichkeit und Ruhe. Und dass du das Leben genießt und du sorgst immer dafür, dass in deiner Umgebung alles ruhig, schön, auch schön ausschaut und hast auch diese Auftreten und das macht dich auch beliebt. Deine Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Steinbock, aber im Grenzbereich. Du gehörst zum Grenzgänger. Du kennst beide Seiten. Du kennst auch Steinbock, das heißt das Leben auch mal schwer zu nehmen. Aber bedeutet Steinbock auch Ziele setzen, Ausdauer haben und dieses Vertrauen haben, die Ziele auch erreichen. Und dann übergehst manchmal in Tierkreiszeichen Wassermann. Das gibt dir eine gewisse Leichtigkeit, auch tolle Ideen und auch das Gefühl zu haben, du bist einzigartig, außergewöhnlich. Du hast Einspannung im Horoskop und das beeinflusst deine weibliche Energie. Einmal Venus, das ist der Liebesplanet und verkörpert das Weibliche. Und Mond, das ist auch eine weibliche Energie, das symbolisiert deine Gefühle. Und Mond verkörpert auch das Mutterbild, also kann ein Hinweis sein, dass du Mutterthemen hast. Das kannst du aber ausgleichen. Dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Natürlich ist er bescheiden und klug, eher zurückhaltend, manchmal schüchtern. Aber Mond kann auch kritisch sein, nicht nur anderen gegenüber kritisch sein, sondern dir selbst gegenüber kritisch sein. Gerade wenn das um Weiblichkeit geht. Und dein Venus befindet sich im Schütze. Natürlich ist das die Bewegung, auch die Bewunderung, auch diese Fröhlichkeit, dieser Optimismus.
Und die Jungfrau bremst dich dabei. Jungfrau bremst dich bei dieser Bewegung und das erlebst im Liebesleben. Aber nicht nur im Liebesleben, sondern auch bei Kreativität, bei Kunst. Das ist auch Venus-Energie. Also du bremst deine weibliche Kraft. Du hast aber eine Lösung und das befindet sich im goldenen Schnittpunkt. Der goldene Schnittpunkt ist zwischen Waage und zwischen Skorpion. Die Waage wäre damit bewusst zu sein mit dieser Weiblichkeit und das in Ausdruck bringen, auch in die Mode oder Schmink oder also auch zeigen, deinen Stil entfalten. Und die Skorpion ist mehr diese mystische und auch die erotische Frau. Da liegt die goldene Mitte und so kannst du diese Spannung entspannen. Und dann lebst deine Weiblichkeit und das wird natürlich in die liebe Partnerschaft. In indischen Astrologie gibt es die sogenannten Mondhäuser und das ist mehr ein Mondkalender. Natürlich arbeiten sie auch mit Sonnenkalendern, aber sie nehmen dazu noch die Mondkalender und das ist die Tagesbewegung des Mondes. Ich erzähle immer wieder die Geschichte dazu, damit man das versteht auch, wie beschreiben die indischen Astrologen, welche mythologische Geschichte gehört dazu. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich eine hübsche junge Dame und sie heißt Rohini. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, ich bin einverstanden, dass du meine Tochter heiratest, aber du musst auch ihre Schwester auch heiraten. Der Mond heiratete alle Geschwister, alle 27 Frauen. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Natürlich, jede Frau verkörpert andere Eigenschaften und das kommt von dem Einfluss von Sternen. Dein Mondhäuser, was dein Aszendent betrifft, das ist der Augenblick deiner Geburt. Und das ist nicht nur der Geburtsmoment, sondern das begleitet bis zum Lebensende. Und das ist dein Auftreten, so wie andere dich wahrnehmen. Das gehört zu deiner Persönlichkeit, wie du deine Persönlichkeit in Ausdruck bringst. Und das ist Stier. Natürlich wird die weibliche Energie, weil Venus herrscht über den Stier. Und dieser Mondhaus heißt Kritika. Das war eine von den Frauen des Mondes und die war sehr sinnlich. Und stolz und auch sehr stark. Und das sollst du in Ausdruck bringen. Dein Sonne befindet sich im Steinbock, aber im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Steinbock und Wassermann. Du kennst beide Seiten. Und dieser Mondhaus, wo die Sonne befindet, heißt Tanishta und übersetzt heißt das Grenzgebiet. Und da liebst du beide Seiten, auch die Steinbock und auch Wassermann. Die Steinbock holt die Himmel auf die Erde, das ist wie eine heilige Erde, die Steinbock. Also die Ideen als Ziel setzen und das Umsetzen im Tat, in Realität und dann erlebt man dieses Paradies. Das ist Steinbock. Und Wassermann schaut nach oben und fühlt sich frei, hat einen ganz anderen Blick von oben, also schaut hinauf in die Sterne. Das ist genau andere Richtung. Aber Grunde genommen ist das dieselbe Energie. Verbinde dich dein Selbst mit deinem höheren Bewusstsein und lebe deine Ideen, setz es als Ziel, gib es nicht auf und so nimm dein Leben eine Form und hast du Erfolg. Dein Mond befindet sich im Jungfrau. Die Mondhaus heißt Hasta, übersetzt heißt das Hand oder Handlungen und wird von Windemiatrix bestrahlt.
Diesem Stamm Vindamiatrix ist die Weinleserin und vermittelt Fröhlichkeit und Fest, das Leben zu genießen. Und es ist wichtig, weil das braucht dein Gefühl und dann kommst im Einklang zu deinem Aszendent Stier. Dein Venus, was deine weiblichen Energie ist, und Venus ist die Liebesplanet, befindet sich in deinem Horoskop im Schütze, und Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und da sind unsere Wünsche. Und das soll deine Richtung sein. Leb deinen Wunsch, deine Vorstellung, und dann bist du glücklich und befreit. Wenn das unerfüllt bleibt, dann fühlst du dich verbittert, und oft ist das die Ursache zu Erkrankungen. Also achte darauf, dass du Ziele setzt, Wünsche hast und dass du das nicht aufgibst. Du kannst auch kleinere Ziele erreichen. Das stärkt dich. Was noch wichtig ist in deinem Horoskop, dass du sehr viel Energie in Tierkreiszeichen Steinbock hast. Sonne im Steinbock, Merkur, was die Kommunikation betrifft, auch Steinbock. Saturn, dein Schicksalsplanet, aber auch deine Lernaufgabe ist auch im Steinbock. Und dein alte Karma, die alten karmischen Erfahrungen auch im Steinbock. Steinbock ist wunderbar. Die haben Erfolg, weil die erreichen auch ihre Ziele. Die geben das auch nicht auf. Das ist die Stärke der Steinbock-Geborenen. Aber die neigen dazu, das Leben zu schwer zu nehmen. Und das passt nicht zu deinem Stier-Aszendent. Das passt nicht zu dieser Vindamiatrix. Du brauchst die Balance, die Ausgleich, das Leben mal genießen. Betrachte das mit Leichtigkeit und kommst mehr in eine andere Richtung. Und die Lösung ist die Tierkreiszeichen Krebs. Weil das ist dein Schicksalsweg, was dich befreit. Und genau hier liegt Mars, der Mann, der dich wartet. Das kann natürlich dieser Partner sein, weil er kehrt wieder zurück. Und daran liegt die männliche Energie, und das ist deine Richtung, Krebs. Also schau in diese Richtung, Krebs. Das bedeutet, die Gefühle zu leben, auch dafür sorgen, dass ein Zuhause da ist, andere zu bemuttern, für anderen sorgen, liebevoll sein, gefühlsvoll sein, verständnisvoll zu sein und geduldig sein. Die Krebsgeborenen haben diese Begabung, die richtige Zeitpunkt verspüren. Das kommt nicht vom Verstand, das kommt von Gefühl. Und dann loslassen, geschehen lassen, geh mal in dieses Wasserelement, fließen lassen, vertrauen, das Fluss des Lebens. Und genau hier findest den Mann, auch deine Kraft, weil Mars ist nicht nur der Mann, sondern auch die Kraft, auch in uns Frauen. Wenn ich euren beiden Horoskopen vergleiche, ihr passt gut zusammen. Du bist in Tierkreiszeichen Steinbock geboren, er ist in Tierkreiszeichen Skorpion geboren. Natürlich lebt auch die Leidenschaft, ganz klar. Aber Skorpion, Steinbock passt ganz gut zusammen. Habt ihr die Harmonie, was euren Gefühlen betrifft, deinen Gefühlen im Jungfrau, im Erde-Element, sein Gefühl im Skorpion, also er ist sehr Skorpion betont, das zeigt auch natürlich die Leidenschaft, was er auch braucht. Die einzige Spannung, was ich astrologisch erkennen kann, das ist die Kommunikation. Sein Merkur, Merkur ist der Planet für Sprache, Kommunikation und Handlungen. Sein Merkur ist in Tierkreiszeichen Waage und dein Merkur ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, wenn du was sagst, das hat Hand und Fuß und du möchtest es nicht zweimal oder dreimal sagen, sondern du erwartest, die andere hat das verstanden. Bei ihm ist mehr Leichtigkeit und Unentschlossenheit. Er kann keine Entscheidung treffen und das bringt dich auf den Palmen.
kann auch bedeuten, dass er versucht, jeder recht zu machen und kann nicht Nein sagen. Und du möchtest vermitteln, das ist wichtig, dass er sich ausdrückt. Und er muss nicht jeder recht zu machen, sondern er muss lernen, sich durchsetzen und auch mal Nein zu sagen. Und da entsteht zwischen euch beiden die Missverständnisse. Aber auf jedem Problem gibt es auch eine Lösung. Und hier gibt es auch eine Lösung. Und das ist die goldene Mitte. Und es bewegt sich zwischen Skorpion und zwischen Schütze. Die Skorpion ist Wasserelement. Das heißt, auf die Gefühle einzugehen. Und die Schütze ist die Begeisterung. Das ist Feuerelement. Und auch aktiv etwas unternehmen wie Reisen oder Sport. So könnt ihr diese Spannung entspannen. Wenn ich sein Mars-Energie betrachtet, und das ist sein männlichen Kraft, ich könnte sagen, der Mann, sein Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Natürlich braucht er Leichtigkeit, bedeutet auch, dass er jünger aussieht, als er ist, oder versucht jünger ausschauen, also er hat dieses Bedürfnis und das ist auch beweglich. Zwillinge sind beweglich und hat diese Leichtigkeit, diese spielerische Art in sich. Dieses Mondhaus, wo sein Mars befindet, heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist ein Stern im Himmel und wurde schon bei den Ägyptern verehrt. Das ist die eine hell leuchtende Stern überhaupt, ganz hell leuchtenden Stern, wie ein Diamant. Also kann man nicht übersehen und zeigt auch den Weg, so Art wie Wegweiser. Und zeigt auch in eine Richtung, und das ist die Polarstern. Also er braucht immer eine Orientierung, eine Richtung und dieser Glanz. Und das beeinflusst seine Männlichkeit. Er möchte gut dastehen, er braucht diese Bewunderung, er möchte sich sichtbar machen. Das ist ihm sehr, sehr wichtig und sucht immer den Weg, wo bekommt diese Anerkennung. Und jetzt schauen wir diese Legung an. In welchen Situation befindet er momentan? Das zeigt diese Karte an. Dieser Kelch symbolisiert die Gefühle, aber er ist alleine hier. Er beschäftigt sich mit seinen eigenen Gefühlen. Er möchte das beherrschen, vielleicht verstehen, aber auch beherrschen. Und das ist wie in einer Glaskugel und das heißt, er fühlt sich ein bisschen gefangen. Er stoßt auch in seinen eigenen Grenzen und das betrifft seine Emotionen. War das geplant, dass er geht? Hat er das lange überlegt? Diese Karte gibt die Antwort. Hier erscheint die Feuerelement, das ist die Löwe, die Tierkreis zeichnen Löwe hier. Die Feuerelement handelt spontan, also er hat es nicht lange geplant, dass er geht, sondern das war eine spontane Entscheidung. Und die Kraft, genau das, was ich astrologisch auch beschrieben habe, die Einfluss von Sirius, er braucht diesen Glanz, die Bewunderung. Und er sucht immer den Weg, er geht immer in diese Richtung, wo er die Bewunderung bekommt. Wo hat er diese Bewunderung gesucht? Das ist hier die Zahl 11. Astrologisch ist das zugeordnet zum Freundeskreis. Und die Löwe natürlich wieder diese, im Mittelpunkt zu stehen. Er braucht diese Bewunderung. Das war eigentlich der Grund auch, und diese Entscheidung kam spontan. Warum ist er gegangen? Eigentlich die Antwort gibt diese Karte.
Er braucht diese Bewunderung, er sucht einen Weg, wo findet die Anerkennung, und er sucht auch seine eigenen Kraft und auch etwas, was ihn begeistert, einen neuen Weg. Aber zurück zu dieser Frage, warum? Er war ein Narr. Das heißt, er hat das bereut. Es war eine spontane Entscheidung, aber es war eine falsche Entscheidung. Dieser Narr zeigt, war ich ein Narr? Warum habe ich das überhaupt getan? Was sind deine Erwartungen? Das zeigt diese Karte an. Die Münzen symbolisieren die Erdeelement. Und das ist die Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität. Auch die Zahl 4 ist auch ein Hinweis auf Struktur, Sicherheit und Stabilität. Du möchtest eine feste Beziehung und du brauchst auch diese Bestätigung. Das sind deine Erwartungen. Wäre das möglich gewesen, dass du das verhindern könntest? Könntest du es überhaupt verhindern, dass er geht? Die Antwort gibt diese Karte. Diese Karte hat zwei Bedeutungen, die Herrscherin und auch das Wasser im Hintergrund. Wenn du deinen Gefühlen beherrscht hättest, könntest vielleicht das verhindern. Diese Karte kann auch bedeuten, es ist wichtig, dass du mal alleine bist, damit du die ganze Situation beherrschen kannst. Kann beides bedeuten. Was hat das ausgelöst, dass er gegangen ist? Das zeigt hier dieses Bild. Das ist schon die Spiritualität, einen spirituellen Weg. Auf die Suche. Er sucht seine Kraft und du suchst deine Weiblichkeit. Also ihr seid beide auf dieser Suche. Deswegen war das vielleicht sogar so gewollt von Schicksal, dass das so gekommen ist. Was hilft dir momentan? Oder wer hilft dir momentan? Diese Frage beantwortet hier diese Karte. Die Münzen haben einen Bezug zu Erdeelement. Das ist natürlich die Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, aber auch die Finanzen, das Geld. Und indirekt hat einen Bezug zum Arbeit. Und das würde dir helfen, die Richtung, wo du schauen sollst und bewegen sollst, soll momentan deine berufliche Situation sein. Dass du deine Berufung lebst, vielleicht eine berufliche Veränderung oder Erfolg im Arbeit, kann auch bedeuten, dass du da schöne Kontakte hast oder schöne Kontakte pflegen sollst im Arbeitsplatz, das, was gerade dich unterstützt. Die Frage, denkt er an eine andere Frau? Die Antwort gibt diese Karte überhaupt nicht, weil er steht hier im Mittelpunkt. Und wieder diese Begeisterung und auch die Bewegung, das kann natürlich Sport sein oder Reisen oder Bewegung, seine Begeisterung, seine Kraft zu zeigen, aktiv zu sein. Aber er ist mit sich selbst beschäftigt. Es ist keine andere Frau hier sichtbar. Denkt er an dich? Diese Karte zeigt die Bewegung und auch die Richtung. Er weiß die Richtung nicht. Also er denkt schon an dich, sonst würde diese Bewegung nicht da sein. Er hat es nicht abgeschlossen. Er kommt auch entgegen, aber er weiß die Richtung nicht. Er weiß nicht, wie, wann wieder die Unentschlossenheit bei seinen Entscheidungen. Liebt er dich? Die Karte zeigt die Antwort. Wieder die Münzen. Er fühlt sich sehr wohl, sehr sicher in deiner Nähe. Er ist auch sicher an seinen Gefühlen und er pflegt diese Bilder, diese romantische Bilder und Erinnerungen, und er hat da schon einen Bezug.
Also er hat immer noch einen Bezug zu dir und das ist ziemlich sicher. Die Königin, so heißt diese Karte, Königin der Münzen, heißt, du bist schon seine Königin und da ist ziemlich sicher. Die Münzen heißen auch mit Sicherheit. Liebt er eine andere Frau? Hier fühlt sich ziemlich niederschlagen oder chaotisch und davon will er sich befreien. Gerade das, was er schon Erfahrungen gemacht hat in die Liebepartnerschaft. Genau bei diesen Verletzungen, das sind verletzten Gefühlen, genau davon möchte er verabschieden, davon loslassen. Hat er Angst? Diese Karte zeigt diese Traurigkeit. Traurigkeit, niedergeschlagen zu sein. Und in seinen Gedanken ist diese Früchte. Das heißt, es trägt auch Früchte. Er träumt davon, dass das wieder aufblüht, das Ganze. Aber momentan liegt dieser niedergeschlagen zu sein. Kann auch bedeuten, dass er denkt, er hat dich verletzt und du bist diese Frau, wo so traurig ist. Und er pflegt die Verbindung im Gedanken, aber er hat Angst von dieser Begegnung. Die Frage ist, kommt er zurück? Diese Karte gibt die Antwort. Die Feuerelement zeigt die Aktivität, auch die Begeisterung und die erste Schritt. Also er wird einen Schritt wieder auf dich zukommen. Wohin führt das? Bleibt ihr zusammen oder was könnt ihr verbessern? Diese Karte gibt die Antwort. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle und das ist wie ein Ritter. Wenn du ihm dieses Gefühl gibst, dass er ist dieser Ritter in dein Herzen und stärkst seine männliche Energie, dann kannst du sicher sein, dass was er sucht, findet bei dir und genau das, was er auch möchte, weil du bist seine Königin und du gibst ihm die Sicherheit. Und das ist auch ein Grund, dass er zurückkehrt. Liebe Liaria, das war diese Legung, kommt er zurück. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.